Ich bin wieder hier in meinem alten Revier. Oh. Ja, was ich sagen wollte, alles TV. Schöne Grüße. Er behauptet, er kriegt Filme rauf von einer Stunde. Naja, eine Stunde ist für mich langweilig. Das ist zu viel. 20 Minuten, 25 Minuten, halbe Stunde, okay. Aber eine Stunde brauche ich nicht. Ja, schöne Grüße von meinem Account auf YouTube. Ich krieg nur bis 15 Minuten. Es ist halt nun mal so. Das reicht schon vollkommen. Aber ich werde den nächsten YouTube-Mann eine E-Mail schreiben, die soll das Ding ein bisschen lockern bei mir. Ne? Ja, das ist halt so, die Richtlinie von YouTube ist so, wenn es Beschwerde gibt oder irgendwelche Richtlinie überschritten werden, dann kriegst du so eine Verwarnung oder eine Abmahnung und so. Das ist nicht anders als wie bei Facebook. Ne? Ich habe mir noch nie was zur Schulter kommen lassen. Bei YouTube noch nie. Es gab nur von 1000 Filmen, was ich draufgeladen habe, 50 Milliarden Äußerungen, davon 80 Milliarden ins Negative und zigtausend Milliarden ins Positive. Also im Grunde genommen, mir scheißegal. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, ah, schön hier. Mein Gott, aber wenn die Sonne scheint, ist, glaube ich, überall schön. Ich möchte heute hinzufügen, dass ich habe was über den Transrapid gesagt, gell? Und was er für mich persönlich, das muss ich hinzufügen, weil ich beim Beitrag gesagt habe, das Thema Transrapid ist für mich durch, ist noch lange nicht durch, niemals. Transrapid, der muss bei uns in Deutschland bleiben, weil das ist Arbeitsplätze garantiert auf Ewigkeit. Ich möchte es noch einmal appellieren an die deutsche Regierung, seid nicht so blöd und verkauft diese Technologie an den Chinesen, da wartet doch nur drauf. Ja, wie kann man da so blöd sein? Die haben 50 Jahre lang Milliarden und Milliarden ausgegeben, dass sie so weit gekommen sind, den Transrapid, sagen wir mal, zu einem technischen, sagen wir mal, Nummer 1 auf der Welt. Die Nummer 1. Man braucht keine Flugzeuge mehr. Wenn man die Geschwindigkeit sieht, wie schnell der Transrapid ist. 440 km/h soll bis 500, bis 600, bis 700, ist auch kein Problem. Weil die Technologie, die Technik vom Transrapid, das kann ins Unermessliche gehen. Weil das regt mich so auf. Die Flugzeuge machen nur Dreck. Alleine Jumbojet oder A380. Der A380 wiegt voll beladen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Knapp 800 Tonnen oder 500 Tonnen. 500 Tonnen. Davon ist mehr als die Hälfte Treibstoff. Treibstoff, was da oben im Himmel verpestet tut. Der Transrapid braucht kein Kerosin, kein Diesel, kein Benzin, kein Gas. Der Transrapid braucht nur, ich sage nur, Ausführungszeichen, Strom. Jawohl. Nein, so weit sind wir noch nicht, dass der Transrapid im Raum eine eigene Energiequelle hat, wie zum Beispiel Wasserstoff oder so. Ne? Aber braucht nur Strom und verbraucht viel weniger als der ICE und der fährt schon 330. Aber der ICE ist Vergangenheit. Bisschen verschrottet den ICE, macht mir den Gefallen und baut den neuen Netz auf. Transrapid ist die Zukunft. Der Stoiber, der hat ja vor 5 Jahren
oder war das vor 6 Jahren, vor Jahren gesagt, dass der Transrapid 10 Minuten vom Hauptbahnhof bis zum Flugplatz, 10 Minuten, da hat er vollkommen recht gehabt. Also ich muss sagen, derjenige, wo den Stoiber immer auslachen tut, wegen seiner Versprecherei und so, aber da hat er recht gehabt. Okay, er hat sich ein bisschen verschätzt, was es denn gekostet hätte, die 10 Minuten hin und zurück mit dem Transrapid vom Flugplatz und im Hauptbahnhof war angeblich, glaube ich, auf 2,5 Milliarden Euro. Hätte auch 5 Milliarden sein können. Mein Gott, was sind es schon 5 Milliarden für 10 Minuten? 10 Minuten vom Hauptbahnhof zum Flugplatz. Du brauchst ja mit dem Auto schon allein eine halbe Ewigkeit. Ja. Und ich finde, man muss sich darüber mal Gedanken machen, was es heißt, so eine Technologie zu haben und es nicht auszunutzen. Ja, Sauerei ist das echt. Sauerei, Angela Merkel, 6. Ja, genau. Und wo sind denn die ganzen Ingenieure und die ganzen Wissenschaftler und der Weiße Rat und der Vorstand und diese Wissenschaftler, wo eigentlich doch immer alles besser wissen, sage, das rentiert sich, die Atomkraftwerke lohnen sich nicht, weil sie, ein Beispiel, anderes Thema, genau, jetzt habe ich Angst bekommen, dass das passiert wie in Japan, in Fukushima, ne? So weit haben wir es gebracht, ne? So weit. Ne? Also, und jetzt fangen sie an, die Atomkraftwerke abzuschalten. Finde ich okay, zwar zu spät, viel zu spät, und jetzt tun sie überall so Windmühle hinstellen und Generatoren und was weiß ich. Das hätte sie schon vor 50 Jahren machen sollen. Die Atomkraft ist nicht das Billigste, aber das Gefährlichste. Gut, wenn man überlegt, wenn die Dinge funktionieren, die Atomkraftwerke, wenn, hat man ja in Japan gesehen. Und Japan ist eines der technisch fortschrittlichen Länder auf der ganzen Erde. Ne? Hat man gesehen, was passiert ist? Wie sagt man dazu? Der Super-GAU. Das ist super Explosion. Alles ist in der Luft geflogen. Und wie viele Leute da verseucht worden sind und darüber nicht gesprochen wird, das wird man wieder unterm Sand gegraben. Deswegen Atomkraftwerke abschalten, abschaffen, verschrotten. Und die letzte, und ich sage diese Brennstäbe. Also ich hätte eigentlich, was die Brennstäbe anbetrifft, eine gute Lösung. Also nicht hier versenken. Die Brennstäbe in Bleigieße, in Beton, in Kupfer, von mir aus auch in Gold, damit sie überhaupt keine Strahlung mehr abgeben. Und dann irgendwo versenken, das Beste ist, auf dem Space Shuttle drauf und auf dem Weltall abschießen. Ne? Da im Weltall, da ist es minus, glaube ich, 300 Grad. Oder noch besser, die ganzen Brennstäbe, die auf der Erde sind, mit dem Space Shuttle, natürlich, wenn das Space Shuttle Programm wieder aktiviert wird, ne? Ist ja klar, ne? Wie heißen sie? Endeavour, Enterprise, es waren 4 Stück, ne? Alle wieder aktivieren und die ganze Brennstäbe auf den Mond bringen, ja? Auf den Trabant. Ich meine, auf dem Mond kann ja wirklich nichts passieren. Lieber auf einem anderen Planet als wie bei uns. Die ganze Brennstäbe, wo vergraben worden sind in den letzten 50 Jahren, wieder rausholen und auf den Mond schießen. Wortwörtlich auf den Mond schießen. Das wäre gut, kostet zwar einen Haufen Geld, aber dann sind wir sicher, dass wir halt auf ewig mit den scheiß Brennstäben nichts zu tun haben. Man muss sich aber vorstellen, die Brennstäbe, die sind ja radioaktiv bis 10.000 Jahre. In 10.000 Jahren. Ja.
kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass wir erst abwarten müssen, bis sowas wie in Japan passiert ist. Wie in Fukushima. Wo sie das im Grunde genommen auch nicht die Japaner, so hohe Intelligenzbevölkerung, technologisch gesehen mit Sony, Panasonic, die haben die 10 reichsten Banken auf der ganzen Welt. Und was ist, wenn was ist mit der Atomkraft? Wenn da mal was passiert, dann kann ein Land noch so reich sein, wie es will. Das Problem kann man nicht eindämmen. Das ist zu gefährlich. Man hat es ja gesehen, wie die Dinge in die Luft geflogen sind. Also ich muss eins sagen, schalle das ganze Dreck ab von Atomkraftwerken. Franzosen haben über 100 Atomkraftwerke. Und die bauen kontinuierlich, ich sage mal, jedes Jahr ein neues. Ein moderner Atomkraftwerk in dem heutigen Superstand kostet zwischen 4 und 10 Milliarden Euro. Ne? Und für das Geld können sie genauso in der Nordsee, in der Ostsee von den Windparks bauen ohne Ende. Die sind nicht gefährlich, die können nicht gefährlich werden. Die drehen rund um die Uhr und produzieren, wenn man sie halt dann entsprechend auch, sage mal, aufrüstet, genauso viel Strom wie die Atomkraftwerke. Aber man braucht sich keine Sorge zu machen. Man braucht sich keine Sorge zu machen für die Zukunft. Kruzifix fix und Donnerwetter. Montiert auf dem Osten und Nordsee. Ich habe mal es ausgerechnet. Ich glaube, es waren... ...20.000 von diesen Windparks. Wenn man die installieren würde, in den nächsten 10 Jahren, produzieren die genauso viel Strom, aufgepasst, ja, aufgepasst, wie die ganzen Atomkraftwerke von Frankreich und von Europa. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, weil die Atomkraftwerke, die Brennstäbe, die produzieren nicht immer Strom. Man muss immer raus und reinziehen. Raus und reinziehen. Ne? Die Windparks, die drehen rund um die Uhr. Rund um die Uhr. Gut, wenn es mal so eine Flaute ist, sagen wir so eine, wenn es mal windstill ist, aber das kommt ganz selten vor, aber es kommt mal vor, dann drehen die Dinger halt nicht so schnell. Aber wie heute im Beispiel. Ne? Oder schaut euch mal die Strömung von diesem Wasser an. Die Strömung. Turbine reinpflanzt, alles Mögliche. Die Atomkraftwerke müssen abgeschafft werden. Das ist zu gefährlich. Einfach zu gefährlich. Schon allein der Gedanke, wenn ein Terrorist, so einer, ne, auf dumme Gedanken kommt. Ne? Man hat es ja gesehen, ne? In Amerika mit den Twin Towers. Aber die Twin Towers, das ist so eine Geschichte für die Unendlichkeit. Ne? Wer war wirklich der Drahtzieher? Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Gemeldet.